Und herzlich willkommen in diesem Video, in dem wir uns einmal mit der aktuellen Geldpolitik befassen möchten, die aktuellen geldpolitischen Entscheidungen von EZB und äh, dem Offenmarktausschuss der US-Notenbank und äh, welche Auswirkungen diese auf die Märkte, auf die verschiedenen Märkte haben dürfte. Kommen wir zunächst zur EZB, kann man schnell abhaken. Ist schon rund eine Woche her. Am vergangenen Donnerstag, war glaube ich der 6. Juni, gab es eine erste Leitzinssenkung in der Eurozone, die auch so keine Überraschung war. Im Vorfeld quasi schon angekündigt. Man hatte allerdings erwartet, dass die EZB äh, vielleicht weitere Zinssenkungen aus sich stellt. Sie hat denen definitiv keine Absage erteilt, aber auf der nächsten. EZB-Ratssitzung wird erst einmal keine weitere Leitzinssenkung nun erwartet, weil die EZB sich doch relativ zugeknöpft gegeben hat. Aus meiner Sicht war das trotzdem der richtige Schritt. Die Inflationsraten in der Eurozone sind zuletzt deutlich zurückgegangen. Die Wirtschaft schwächelt, insbesondere auch in den großen Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und so weiter. Es gibt auch politisch. Mit der Europawahl natürlich, wenn man so will, Probleme und dementsprechend, ja, ist diese Entscheidung aus meiner Sicht nachvollziehbar und es müssten aber weitere Zinsschritte hier folgen. In den USA die Situation natürlich etwas anders. Die US-Wirtschaft läuft gut, da kann man natürlich auch drüber streiten, wenn man sieht, wie viel Geld die Regierung dort in die Märkte pumpt, Subventionen und so weiter. Aber de facto, das Wirtschaftswachstum sieht ganz gut aus. Die Inflation ist deutlich zurückgekommen, aber offiziell noch weit über dem Ziel der Fed. Und deswegen, auch wenn TrueFlation da was anderes anzeigt, kann man auch die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank verstehen, der den Leitzins erst einmal unverändert belassen hat. Ja, und apropos Offenmarktausschuss der US-Notenbank, wer wissen möchte, wie die Geldpolitik in den USA überhaupt äh, funktioniert, der kann das Video, das hier dann verlinkt wird, äh, sich mal dazu anschauen, denn das habe ich vor einigen Monaten gemacht. Grundsätzlich sind die Informationen, die dort gegeben wurden, auch noch richtig? Allerdings, die Personen haben inzwischen natürlich, wie ja bei dem Video auch gesagt wurde, gewechselt, denn doch gibt es ja tonusmäßige Wechsel bei den stimmberechtigten Mitgliedern im Offenmarktausschuss. Und dementsprechend gestern, ich lese es mal kurz vor, haben für die unveränderte Geldpolitik votiert, einstimmig, einmal natürlich FED-Chef Jerome Powell, dann John C. Williams, der Chef der New Yorker FED und darüber hinaus dann eben Thomas E. Barkin. michael s Barr. Raphael W. Bostich, Michael W. Bowman, Lisa D. Cook, Mary C. Daly, Philip and Jefferson, Adriana D. Kugler, Loretta G. Master and Christopher J. Waller. Also das äh, die Damen und Herren, die für diese Entscheidung verantwortlich sind und grundsätzlich die auch nachvollziehbar. Man hatte sich zuletzt eigentlich von Seiten der Offenmarkt-Ausschussmitglieder relativ hawkisch in Interviews und so weiter gezeigt. Deswegen war klar, dass jetzt im Juni noch keine Zinssenkung kommen wird. Dennoch äh, gab es interessante Dinge zu berichten, denn die sogenannten Dot-Plots wurden veröffentlicht. Die werden, glaube ich, äh, immer nur bei jeder zweiten Offenmarktausschusssitzung äh, erhoben und dann auch veröffentlicht. Und äh, demzufolge erwarten jetzt äh, die Offenmarktausschussmitglieder, und da sind jetzt alle gemeint, also nicht nur die Stimmberechtigten, inzwischen nur noch im Schnitt etwa eine Zinssenkung für das laufende Jahr. Dafür im nächsten Jahr dann eine mehr. So dass äh, Jerome Powell in der Pressekonferenz auch sagt, ja, eigentlich hat sich da nicht so viel verändert. Es dauert halt nur ein bisschen länger, aber Ende nächsten Jahres wird der Leitzins äh, trotzdem da liegen, wo wir ihn auch vorher gesehen haben. Konkret war es so bei den Dot-Plots: äh, vier Mitglieder des Offenmarktausschusses äh, sehen in diesem Jahr keine Zinssenkung mehr. Sieben, eine und acht, zwei. Daraus haben die Medien gemacht, äh, dass äh, die Federal Reserve äh, den Ausblick von zuvor drei Zinssenkungen auf nun eine Zinssenkung zurückgenommen habe für dieses Jahr. So ganz stimmt das natürlich nicht, äh, denn 8 zu 7, 1 zu zwei oder zwei zu eins und dann noch vier, die gar keine sehen. Klar, die haben das Bild dann so ein bisschen nach unten, ja, ich will jetzt nicht sagen verzerrt, aber äh, dadurch ist das so ein bisschen nach unten gerutscht. Generell muss man aber sagen, es ist nach wie vor nicht entschieden und äh, es kann ja durchaus sein, äh, dass da der ein oder andere noch seine Meinung wechselt und es am Ende dann doch zwei geben wird. Aus meiner Sicht wären zwei, ja, die Mindestanforderungen eher sogar drei ganz gut. Warum? Nun, äh, wir haben an den Aktienmärkten eine sehr äh, ja, verschiedene Entwicklungen. Es gibt auf der einen Seite natürlich die Indizes, äh, die großen Indizes, NASDAQ 100 und so weiter, die äh, nahe an Allzeithoch sind oder sogar neue Allzeithochs machen. Das wird aber angefeuert von wenigen hochgewichteten Werten, Nvidia, Apple, Broadcom äh, jetzt zuletzt beispielsweise. Und äh, darüber hinaus gibt es halt den ganzen Rest und da läuft vieles nicht und insbesondere ein Sektor läuft nicht und das ist der Bereich Konsum. Und äh, da kann man dann auch große Unternehmen wie Nike, wie Lululemon, äh, ja, herausziehen und da sieht man, dass diese Aktien eben nicht laufen und jetzt muss man wissen, die US-Wirtschaft hängt aber zu großen Teilen am Binnenkonsum, zu zwei Dritteln und das heißt, wenn der Konsum am Schwächeln ist und das scheint ja so zu sein, sonst wären diese Aktien ja nicht äh, so schwach auf der Brust, äh, dann ähm, ist das problematisch und kann früher oder später in eine Rezession führen. Jetzt kann man natürlich dagegen halten und sagen, ja, aber Walmart und so weiter, da läuft es doch noch oder auch bei den ganzen äh, ja, tollen Luxusgüterherstellern, ja, aber das sind verschiedene Bereiche. Also was Lebensmittel und so weiter angeht, da kann man natürlich nicht so viel sparen, weil man muss halt essen und trinken. Klar kann man zu einem etwas günstigeren Produkt greifen, aber letztlich muss man eben essen und trinken, um zu überleben. Und äh, Luxusgüter, naja, da sind in erster Linie die Kunden Millionäre, Milliardäre, die also viel Geld, ja auf der Seite haben, äh, oftmals das vielleicht sogar irgendwie angelegt haben. Das müssen ja auch nicht nur Aktien sein, das können aktuell beispielsweise auch Staatsanleihen sein und die bringen in den USA eben über 5% Rendite und damit profitieren diese Reichen sogar eigentlich sogar noch von der Geldpolitik. Man sieht das ja auch bei den ganz großen US-Unternehmen wie Microsoft, wie Apple, die Milliarden auf den Konten haben und äh, alleine durch die Zinsen dann eben sehr viel Geld in Anführungszeichen verdienen. Alles in allem haben wir also einen sehr ja, diese diversifizierten Markt. Wir haben auf der einen Seite die absoluten Top-Gewinner, auf der anderen Seite aber viele, die anfangen zu schwächeln. Und man sieht auch, dass beispielsweise der Bereich Online-Marketing, und da würde ich jetzt Aktien wie Amazon, wie Meta-Plattforms heranziehen, dass die zuletzt jetzt auch zumindest nicht mehr ganz stark auf neue Allzeithochs nach oben gestiegen sind. Amazon hängt so im Bereich 185 Dollar ein bisschen fest. Meta-Plattforms ist auch etwa 10% unter seinen Allzeithochs. Und das könnte durchaus auch ein Zeichen sein, dass im Markt, Marketing, im Online-Marketing auch äh, ja, begonnen wird zu sparen von Unternehmen, halt, äh, gerade aus dem Konsumgüterbereich, und die sind ja da oftmals äh, sehr stark äh, ja, unterwegs. Und äh, wie gesagt, das deutet doch darauf hin, dass die US-Wirtschaft sich äh, bald stärker abkühlt. Ob das gleich eine Rezession wird, muss man mal sehen. Aber zumindest könnte es in diese Richtung gehen. Und auf der anderen Seite haben wir Inflationsdaten bekommen. Zuletzt waren die auch so ein bisschen diffus. Äh, mal ist die Inflation etwas nach oben gegangen. Zuletzt waren sie aber besser als erwartet. Und wenn man TrueFlation sich anschaut, die versuchen das ja realtime zu messen, dann muss man sagen, liegt die Inflationsrate in den USA eigentlich schon mehr oder weniger im Ziel der Fed. TrueFlation weist etwa 2,2 Prozent aus. Die offiziellen Daten liegen. Äh, liegen noch bei über 3 und äh, vor diesem Hintergrund hätte die US-Notenbank aus meiner Sicht den Spielraum und sollte ihn auch nutzen. Wie gesagt, zwei Zinssenkungen glaube ich, dass am Ende definitiv kommen, egal was da gestern erzählt wurde. Man muss sehen, vor ein paar Wochen waren ja auch noch drei Zinssenkungen angekündigt, selbst von Seiten der FED. Und über den Jahreswechsel haben einige Anleger sogar sechs bis sieben Zinssenkungen für dieses Jahr erwartet. Also, das kann sich äh, sehr schnell dann auch umdrehen. Und äh, deswegen, wie gesagt, zwei Zinssenkungen sind für mich eigentlich fast schon gesetzt. Drei wären wünschenswert. Jetzt muss man abwarten, was äh, am Ende dabei rauskommt. Aber, und jetzt äh, der wichtigere Teil des Videos eigentlich, wie wirkt sich das dann auf die Entwicklung der einzelnen Märkte aus? Ja, was den Aktienmarkt angeht, haben wir gestern schon einen guten Vorgeschmack bekommen. Wir hatten besser als erwartete Inflationsdaten und die Aktienmärkte sind nach oben geschossen. Dann äh, gab es die, ja, wenn man so will, etwas hawkischere Fett. Und es äh, wurden äh, gegen Handelsende ein paar Gewinne mitgenommen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aufgrund der starken Kursgewinne zuvor war das auch äh, mehr oder weniger normal, dass da ein paar Gewinnmitnahmen zum Handelsende eben aufkamen. Kann man so sehen, muss man jetzt warten, wie die weitere Entwicklung abgeht. Kann aber auch durchaus daran liegen, dass zunächst eben der Markt angeschoben wurde von der Hoffnung auf ja, Zinssenkungen aufgrund besserer Inflationsdaten und am Ende dann eben wieder ausge, äh, ausgebremst wurde von einer dann doch nicht ganz so. Ja, dowischen Fett. Insofern muss man jetzt schauen, wie die Wirtschaftsdaten und Inflationsdaten in den nächsten äh, Tagen und Wochen hereinkommen. Und äh, kurzfristig ist das ein gewisses Verbonspiel. Man kann quasi immer auf diese Daten wetten, wenn die im Sinne des Marktes ausfallen, der Anleger ausfallen, so dass äh, sie weniger Inflationsdruck und eine weiterhin robuste Wirtschaft anzeigen, äh, quasi so eine Art Goldilocks-Szenario. Dann wird der Aktienmarkt mit massiven Gewinnen darauf reagieren. Wenn die aber schlechter ausfallen, dann kann es zumindest kurzfristig auch immer mal wieder heftige Rücksätze geben, entweder an einem einzelnen Tag oder auch mal über zwei, drei, vier Tage. Und äh, generell glaube ich aber, dass wir relativ gut on Track sind. Allerdings die Fed eben jetzt ein Warbon-Spiel spielt und äh, definitiv. Bald mit Zinssenkungen auch beginnen sollte, um eben tatsächlich am Ende ein Soft Landing hinzukriegen. Denn wenn das eben nicht gelingt, dann muss man sagen, ist der Markt relativ hoch bewertet und dann könnte auch eine kräftigere Korrektur auf uns zukommen. Bei den Kryptomärkten äh, sieht es im Prinzip ähnlich aus. Der Bitcoin war ja eigentlich in den letzten Jahren ein perfekter Tracker der US-Geldpolitik. Zuletzt äh, steigende Kurse, das war ein bisschen auch äh, verzerrt beeinflusst äh, durch eben die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs. Dadurch ist äh, der Bitcoin angeschoben worden, dadurch auch die etwas früher als normal neuen Allzeithochs. Zuletzt hat er sich aber eingependelt unterhalb der letzten Allzeithos, unterhalb von 70.000 Dollar. Und ich könnte mir vorstellen, kurzfristig auch hier nochmal Rücksetzer, vielleicht so in dem Bereich 65.000 oder einen Tick, tiefer, aber mittelfristig glaube ich, dass dann tatsächlich auch die Zinssenkungen kommen und letztlich für den Bitcoin spielt es dann auch nicht die ganz große Rolle, ob es dann in den USA zu einer Rezession kommt oder nicht oder ob es ein Soft Landing gibt, äh, denn äh, der Bitcoin könnte auch mit einer Rezession gut leben, aus dem einfachen Grund, weil wenn es dazu käme, würde die FED natürlich wieder extrem locker in der Geldpolitik werden und das würde natürlich den Bitcoin anfeuern. In der Folge zunächst, also wird der Bitcoin reagieren, in der Folge dann auch ISA, Ether, Ethereum und dann auch... Auch die Altcoins, da muss man halt jetzt aufpassen. Wie gesagt, Rücksetzer, kurzfristig gab es ja da auch heftige Rücksetzer, kann man da gezielt äh, bei guten Coins und Tokens, also gute Projekte müssen dahinter stecken, äh, zum Einstieg oder auch Nachkauf nutzen. Bei Bitcoin und Ethereum gilt natürlich das Gleiche, wobei man da wahrscheinlich nicht ganz so viel Geduld braucht, bis sie anspringen. Und äh, bei den Anleihen muss man ganz klar sagen, ähm, ja. Es war zuletzt so ein bisschen das Mantra "higher for longer". Das löst sich jetzt wieder so ein bisschen auf, allerdings nicht mehr so extrem wie das noch um den Jahreswechsel war. Also man erwartet jetzt keine fünf, sechs, sieben Zinssenkungen, was ja sinkende Renditen und damit steigende Anleihekurse bedeuten würde. Aber tendenziell würde ich wie gesagt von zwei ausgehen, auch wenn drei besser wären. Und Jerome Powell hat ja wie gesagt auch gesagt, im nächsten Jahr erwartet man ja sowieso dann eine Zinssenkung mehr als bisher, so dass letztendlich Ende nächsten Jahres der Leitzins Mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau dann liegen würde wie. Äh ja, auch zuvor schon angenommen. Und das bedeutet eben, wie gesagt, sinkende Renditen und damit steigende Anleihekurse. Alles in allem sieht das also tendenziell bullig aus, aber es kann kurzfristig eben zurücksetzen kommen. Das hatte ich ja auch in der letzten Woche in meinem Marktausblick-Video gesagt und die Notenbankpolitik die jetzt gefahren wird, die bestätigt das Ganze eigentlich nochmal. Deswegen gilt es jetzt in den nächsten Tagen genau aufzupassen, wie der Markt sich entwickelt und wie diffus das Ganze ist, sieht man auch an verschiedenen einzelnen Indizes also in den USA beispielsweise der Dow Jones, der hinterher hing, kein Wunder, da sind zwar auch Tech-Werte drin, aber beispielsweise eine Salesforce hat zuletzt auch so ein bisschen korrigiert und es sind dann eben auch Werte wie Nike und so weiter drin, die das Ganze ausbremsen, deswegen der Dow Jones. Nicht so gut wie beispielsweise der Nasdaq Nasdaq 100, der quasi auf Allzeithos rumtont, der SP natürlich breit aufgestellt, aber mittlerweile auch sehr von großen Tech-Unternehmen bestimmt, die großen drei Nvidia, Apple, Microsoft machen fast 20% des SP 500 aus. Deswegen wird auch der mit nach oben gezogen. Das heißt, wenn man so will, in den USA derzeit Nasdaq 100. NASDAQ Composite an der Spitze, SP und dann Dow Jones, wobei sich das natürlich im, im Laufe der Zeit auch wieder umdrehen kann, aber aktuell kurzfristig dürfte das noch so sein. Und in Deutschland, ganz interessant, muss man sagen, der DAX äh, aktuell eher so in einer Art Top-Bildung könnte kurzfristig mal etwas korrigieren. Habe ich auch einen Beitrag bei Stock3 zugeschrieben und eine Short-Chance hier ausgemacht. Da muss man auch sehen, wie gesagt, im DAX ja auch wenig Technologie. Das dürfte hier auch dann eher ein Nachteil kurzfristig sein. Aber dieser Rücksetzer könnte dann eben mittelfristig auch ganz interessant sein. Und in den USA, um nochmal den Blick zu zurück äh, zu schweifen, da haben wir beispielsweise den Philadelphia Semiconductor Index, den SOX mit den Chipwerten und da sind natürlich dann Aktien wie Lam Research, wie KLA, wie Nvidia und äh, viele andere drin und die treiben den Index nach oben und der hat kürzlich sogar ein neues Kaufsignal geliefert. Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit bei meiner Einschätzung des Chipsektors falsch gelegen, weil ich tendenziell bearish war, das war zunächst auch richtig über viele Wochen und Monate das Jahr 2022 hat sich der SOX fast halbiert. Seitdem ist er durch die Decke gegangen und das sind einfach Marktverzerrungen durch Subventionen, weil im Westen eben eine zweite Chip Produktionslinie aufgebaut wird aus Angst vor einem Einmarsch China in Taiwan und wenn das eben wegfallen wird, wenn das nicht kommen wird, dieses Szenario muss man sagen, dann könnte es bald auch im Chipsektor ja tatsächlich, krachen und generell muss man auch sagen, man muss immer vorsichtig sein. Ich kenne das noch von äh, der Dotcom-Bubble-Zeit. Damals im Jahr 99, 2000, da musste man nur eine äh, Ad-Hoc-Nachricht rausbringen. Wir haben eine neue Website gemacht, dann ist der Kurs am nächsten Tag 30% hochgegangen. Aber ein, zwei Jahre später war es dann umgekehrt, alles, wo irgendwo Dotcom dran war, war plötzlich, plötzlich Pleitekandidat. Selbst Amazon wurde von Barons tot gesagt damals. Und insofern aktuell gibt es natürlich einen KI-Hype und äh, generell halte ich den auch für real und nachhaltig, anders als Cannabis und so weiter. Aber kurzfristig treibt das natürlich auch schon Blüten und dementsprechend muss man hier aufpassen und ganz besonders sollte man natürlich aufpassen bei vielen Drittbrettfahrern, die sich dann irgendwie ein AI oder KI in den Namen äh, ja, mitgeben und dann äh, von einem. Einstmals äh, vielleicht sogar Penny plötzlich zu einem angeblich führenden KI-Unternehmen äh, gewandelt haben wollen. Also da definitiv aufpassen, gab es zuletzt nämlich auch ein paar Fragen zu, äh, zu irgendwelchen komischen Penny Stocks, oftmals mit kanadischer WKN und das ist immer schon ein ganz großes Warnzeichen. Alles in allem also, die Geldpolitik wird den Markt weiter beeinflussen, deswegen muss man sie im Auge behalten. Tendenziell wäre es besser, die Notenbanken, die großen Notenbanken würden weiter lockern. Die EZB hat einen ersten Schritt gemacht, müsste aber weitere folgen lassen. Die Federal Reserve, die, der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ziert sich noch. Jetzt muss man mal schauen, wie die letzten Inflationsdaten wirken. Denn man muss auch sagen, die Dot Plots, die gestern verkündet wurden, da waren wahrscheinlich die aktuellen Inflationsdaten noch nicht mit berücksichtigt. Und insofern, wenn es jetzt in den nächsten Tagen tendenziell eher dovische Interviews von FOMC-Mitgliedern geben sollte, dann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie gesagt, wünschenswert wären Zinssenkungen im Juli, September und Dezember. Wahrscheinlich kommen sie erst im September und dann im Dezember, November wird man wahrscheinlich sich zurückhalten, weil ja da die US-Präsidentschaftswahl auch ansteht und man sich nicht nachsagen will, dass man da Einfluss drauf genommen hätte. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schaut euch auch das Video zum, äh, zur US-Geldpolitik an, zum wie der Offenmarktausschuss in den USA aufgebaut ist und äh, funktioniert. Und das soll es wie gesagt gewesen sein. Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.